Nun haben Sie ein Buch geschrieben über all das, was Sie erlebt haben, auch in 17 Jahre Profispieler-Dasein mit allem Drum und Dran. Der Untertitel des Buches Spielunterbrechung lautet, man muss nicht schnell laufen, man kann auch richtig stehen. Was hat es mit diesem Satz auf sich? Also, aber klären Sie uns noch kurz auf über diesen Satz, man muss nicht schnell laufen, man kann auch richtig stehen. Das ist eigentlich der Aufruf dazu, dass ich sagen will, man muss auch Dinge aus verschiedenen Seiten betrachten. Das ist auch etwas aus meiner Karriere. Ich bin ja während der EM 96, war Mehmet Scholl auch in der Nationalmannschaft. Und Mehmet ist ja bekannt dafür, immer so kleine Spitzen zu legen und ironisch zu sein. Und er hat mich Speedy getauft, weil ich natürlich auch, das ist auch kein Geheimnis, nicht der Allerschnellste war. Und dann bin ich im EM-Finale für ihn eingewechselt worden, habe die beiden Tore gemacht und auch das Golden Goal. Und dann waren wir dann nach dem Spiel in der Kabine und habe ich gesagt, siehst du Mehmet, also man muss nicht schnell laufen, man kann auch richtig stehen. Sehr schön. Nicht schnell laufen, man kann auch richtig stehen. Was hat es mit diesem Satz auf sich? Also, aber klären Sie uns noch kurz auf über diesen Satz, man muss nicht schnell laufen, man kann auch richtig stehen. Das ist eigentlich der Aufruf dazu, dass ich sagen will, man muss auch Dinge aus verschiedenen Seiten betrachten. Das ist auch etwas aus meiner Karriere. Ich bin ja während der EM 96, war Mehmet Scholl auch in der Nationalmannschaft. Und Mehmet ist ja bekannt dafür, immer so kleine Spitzen zu legen und ironisch zu sein. Und er hat mich Speedy getauft. Weil ich natürlich. Nun haben Sie ein Buch geschrieben über all das, was Sie erlebt haben, auch in 17 Jahre Profispieler-Dasein mit allem Drum und Dran. Der Untertitel des Buches Spielunterbrechung lautet, man muss nicht. Auch, das ist auch kein Geheimnis, nicht der Allerschnellste war. Und dann bin ich im EM-Finale für ihn eingewechselt.